man solche Musik wie die von Keziah Jones nicht nur in der Alabama-Halle oder in der Disco, sondern vielleicht auch in der Kirche hören könnte. Oder gar noch fetzigere Musik, Techno zum Beispiel. Es gibt einen Pfarrer, einen katholischen gar, im Unterfranken, der macht das. Techno-Gottesdienste für Jugendliche. Also ehrlich gesagt, es ist eine ganze Weile her, dass ich zum letzten Mal in der Kirche war. Aber heute bin ich extra bis nach Unterfranken gefahren, in das kleine Dörfchen Riedenberg, um mich über die allerneuesten Trends in der Kirchenmusik zu informieren. Hallo Bernhard Hopf, ich habe gehört, Hallo. Sie haben bis vor kurzem arrangiert. Was hören wir denn heute Abend? Also ich habe versucht, auf ein bekanntes modernes Kirchenlied einen Techno-Groove draufzubringen, weil eben die Jugend heutzutage mit den für uns noch modernen Liedern schon nichts mehr anfangen kann. Einen Techno-Groove, haben Sie sowas vorher schon mal gemacht? Nein, das war das erste Mal und so hört sich's auch an. Church of House. Warum geht ihr da rein? Ja, weil ich gern Techno höre. Gehst du sonst auch in die Kirche? Eigentlich weniger. Selten. Selten? Nie? Ja, nie. Warum nicht? Warum nicht? Langweilig. Also ich bin einfach mal gespannt, was es wird. Mal die Kirche wirklich mal ganz modern, offen zu erleben. Sonst hört man immer, dass alle Leute versuchen, aus der Kirche auszutreten, aber dass sie keinen Einlass mehr finden, das hat auch Riedenberg noch nie erlebt. Dass über 400 Leute hier sind, das sprengt absolut den Rahmen. Und auch die Tanzfläche, wenn die Leute kommen ja unter anderem zum Tanzen, die wird immer kleiner. Ich weiß gar nicht, wo die noch alle tanzen wollen. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der allen Menschen eine gute Zukunft eröffnen will, sei jetzt mit euch. Schon mal Techno gehört? Ich weiß nicht, ob ich das, was ich gehört habe, Techno war. Also ich kenne es selber nicht. Und Sie? Ich weiß es auch nicht, wir haben zwar 5 Kinder, wir sind in der Beziehung dumm. Soll man das öfters machen? Ja, viel öfters, aber nicht nur Techno, auch mal andere Musik. Was zum Beispiel? Ja, Rap, Soul, Hip-Hop. Reggae. Ja, Reggae, alles Mögliche. Du schaust so aus, als würdest du eher auf Rap stehen, ja? Ja. Mit dem Liederbuch, das Sie hier normalerweise haben, kann ich heute wenig anfangen. Da stehen so Lieder drin wie All eure Sorgen oder Im Dunkel unserer Ängste. Und heute geht hier ganz was anderes ab. Das nächste Lied, das jetzt auf dem Programm steht, heißt Be My Lover. In der Kirche. Na ja. Gefallen? Gut. Was hat dir gefallen? Die Musik. Und sonst? Und sonst nichts mehr. Ich fand's ganz super, echt. Muss man unserem Vater schon mal ein großes Kompliment aussprechen, dass er das so mitmacht. Alle, die wir gefragt haben, allen hat's gefallen, die da rauskamen. Alle waren voller Enthusiasmus, nur eine nicht. Elke, warum hat's dir nicht gefallen? Ja, also mir hat es nicht gefallen, weil ich finde, Techno gehört nicht in die Kirche. Ich meine, da kann ich in die Disco gehen, wenn ich Techno hören möchte. Und ich denke, die Kirche ist vor allem in der heutigen Zeit, wo sowieso alles so hektisch ist, auch eine Möglichkeit, wo man mal ruhig sein kann und vielleicht mal ein bisschen zu sich selbst finden kann. Und da sehe ich absolut keine Möglichkeit mehr. Warum haben Sie das denn gemacht, Herr Hopf?
weil die Jugend auf die Idee gekommen ist und wir bemüht sind, die Anläufe, die die Jugend heute noch innerhalb unserer Kirche unternimmt, auch zu unterstützen. Das war so mit das Wichtigste bei uns. Also die Jugendlichen haben den Gottesdienst selber gestaltet, aber jetzt mal im Ernst, glauben Sie denn wirklich, die Jugendlichen sind reingegangen wegen dem Gottesdienst, wegen der Kirche oder vielleicht doch nur wegen dem Techno? Sicherlich, ich glaube, die meisten waren da, weil es was Besonderes war, weil die Musik entsprechend war. Aber ich denke, wer da drin war, der hat wieder einmal seit langem eine Kirche von innen gesehen. Der hat das Wort Gottesdienst gehört und da steckt Gott und steckt Dienst drin. Und ich denke, beides ist wichtig, dass wir das an die Jugend weitergeben können. Und vom Thema des Gottesdienstes her glaube ich, dass viele etwas mitnehmen konnten, weil es die aktuellen Probleme aus unserer Gegend in der Rhön waren. Ja, und von daher denke ich, wenn ein Stück rübergekommen ist, dann war auch die Musik nicht ganz daneben. Genau, es ging auch um aktuelle Probleme, es ging um Arbeitslosigkeit, auch um AIDS. Ich habe schon gestutzt, als ich da reingekommen bin und direkt am Hauptaltar Kondomplakate und Kondomwerbung hängen habe sehen. Kriegst du da keine Schwierigkeiten, wenn sowas direkt am Hauptaltar hängt? Ja, ich denke, da waren auch andere Plakate hängt. Sie haben halt jetzt das gesehen. Es war zur Aussiedlerproblematik sehr viel aufgehängt. Ich glaube nicht, dass wir Probleme kriegen. Wir haben in Würzburg unserer Diözese einen eigenen AIDS-Seelsorger. Ich glaube, unsere Diözese geht da sehr gute Wege und dass das im Gottesdienst auch Raum hat, hat etwas mit Liebe Gottes zu den Menschen zu tun. Mhm. Stefan, du gehst einen anderen Weg, um wieder Jugendliche mehr für die Kirche zu begeistern. Du engagierst dich für das Kirchenvolksbegehren. Was ist denn das überhaupt? Wie funktioniert das? Ja, also das Kirchenvolksbegehren ist eine Unterschriftensammlung unter dem Motto Wir sind Kirche. Und es bezieht Gegenpositionen zu 5 Fragen, die in der katholischen Kirche recht zwingend bzw. immer wieder diskutiert werden. Kannst du die 5 Hauptforderungen gerade mal kurz aufzählen? Ja, es geht also darum, dass die Laien mehr in den Kirchendienst mit einbezogen werden, um das Zölibat oft diskutiert, um die Sexualmoral, um die Stellung der Frau und unter dem Grundsatz Frohbotschaft statt Drohbotschaft so die Einbeziehung von Wiederverheirateten, Geschiedenen und so in die katholische Mitte. Also eigentlich stehen da all die Knackpunkte drauf, um die schon in den ganzen letzten Jahren gestritten wurde. Ja. Wo kann man sich da einschreiben? Ja, das ist so eine Sache. Also eigentlich wäre es schön, wenn man sich überall in jeder Gemeinde, in jeder Pfarrei einschreiben könnte, unterschreiben könnte und so seine Meinung mit abgeben könnte. Aber es ist leider so, dass noch nicht alle Pfarreien das übernommen haben, weil es eben auch Kritik gab, gerade von der Amtskirche. Man muss halt schauen, man kann sich an die Initiative wenden, kann sie Informationsmaterial schicken lassen und kann versuchen, in seiner Pfarrei die Leute zu informieren, auch mit dem nötigen Hintergrund zu diesen Thesen und zu diesen Sätzen. Haben Sie schon unterschrieben, Herr Hopf? Ich selbst habe unterschrieben, allerdings läuft bei uns keine offizielle Aktion dazu, aber nach dem ganzen Presserummel jetzt mit diesem Volksbegehren, denke ich, geht es jetzt doch noch eine gute Richtung. Beim Abschlussgottesdienst der Bischofskonferenz vor kurzem hat Bischof Lehmann sehr beschwichtigende Worte gesagt. Er hat gemeint, dass wir auch die Leute vom Kirchenvolksbegehren ernst nehmen sollen, dass wir mit ihnen reden. Und ich denke, nur der dialogische Weg ist der Weg der Kirche.